Ja, wir haben gespürt heute, wie faszinierend Jerusalem ist, wie herausfordernd, wie spannungsvoll, aber welch einen Auftrag, welch eine Berufung auch in dem Wort und in der Stadt Jerusalem liegt. Hier ist eben die Begegnung der drei großen monotheistischen Religionen und wir als Christen fühlen uns mit dieser Stadt verbunden. Viele von uns haben das Wort Jerusalem früher gehört als das Wort Paris oder New York oder Berlin. Jerusalem, Bethlehem, das sind Worte, die uns seit unserer Kindheit begleiten. Deswegen bleibt das faszinierend. Und wir haben neu gespürt, wie spannungsvoll es hier ist. Und wir wollen als Christen, als katholische und evangelische Christen aus Deutschland mit unserer Geschichte auch bezeugen in dieser Stadt. Wir können auch durch Verschiedenheiten hindurch, durch Spannungen hindurch zum Frieden kommen, zum Miteinander. Wir können einen Beitrag leisten zur Versöhnung, wenn wir uns ehrlich begegnen, wenn wir wirklich offen miteinander umgehen, wenn wir die Freundschaft suchen. Wir können die Menschen hier nicht belehren, wir können Solidarität zeigen, das haben wir mit den Christen getan und wir haben viele Begegnungen gehabt und immer wieder deutlich gemacht, dass wir unseren Beitrag leisten wollen, helfen wollen. Aber wir können auch sagen, schaut, wir haben es versucht, wir kommen voran, wir sind noch nicht am Ziel. Wann ist man am Ziel? Wahrscheinlich ist das erst, wenn das Leben zu Ende ist, ist man am Ziel. Aber wir können schon zeigen, es ist eine Menge passiert und wir wollen hier von Jerusalem aus auch eine Botschaft der Versöhnung und des Friedens und des Miteinanders in unser Heimatland senden, als katholische und evangelische Christen.